Zugführer ja. saßen im Zug, okay. Ja, wie gesagt, die waren auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. So. Oh, und die sind halt mit der Bahn selber zur Arbeitsaufnahme gefahren. Mhm. So, und da hat man, kommt man natürlich ins Gespräch. Zwangsläufig. Ja, nein, weil die Bahn will nämlich aufgrund von Ersatzteilmangel die Baureihe 143 langfristig, also über längere Zeit jetzt, ja, ausmotten und gegen eine andere Baureihe, ja, ersetzen. Und da beschweren sich eigentlich die Lokführer in dem Sinne bisschen, na, sie weinen bitterlich hinterher. Okay. Weil die eben mit anderen Bahnen eben nicht diese Beschleunigungswerte erhalten. Mhm. Und dadurch Zeit hier gut machen können, unter anderem. Mhm. Wenn es mal zu Verspätung kommt. Und ich habe jetzt hier gerade einen richtig großen Konvoi hier neben mir. Bestehend aus einem Pilot-LKW und, oder mal, aus einem LKW und einem Pilotfahrzeug, was ihm den Weg weist. Das ist ein sehr, sehr großer Konvoi. Mhm. Ein LKW. Unbedingt abgesichert werden muss. Ein LKW, Wahnsinn. Mhm. Ja, der muss unbedingt abgesichert werden, hallo, natürlich. Vielleicht hat er Gefahr gut drauf. Hm. Aber dafür hast du doch deine eigenen Rundumleuchten. Dafür brauchst du kein zusätzliches Fahrzeug. Ah, das kommt auf das Gefahrgut drauf an. Es gibt gewisses Gefahrgut, was durchaus ein eigenes Fahrzeug braucht. Mhm. Mhm. Aber erzähl mir jetzt nicht, dass es Benzin ist, weil das glaube ich hier nicht eine Sekunde. Nein. Nein. Und dann müsste nämlich hinter jedem Tanklastzug, der auf deutschen Straßen unterwegs ist, nochmal ein separater separates Sicherungsfahrzeug herfahren. Nee. Meint, sieht cool aus, der garantiert. Zum Beispiel radioaktives Material, also hochradioaktives Material. Ja, nee, die werden ja nicht nur von Sicherungsfahrzeugen, die werden ja auch von den Polizeifahrzeugen begleitet. Nicht unbedingt. Doch, für die ganzen Ökos. Es geht nicht um die Brennelemente. Es gibt noch anderes hochradioaktives Zeug, was da so rumfährt. Okay, glauben wir dem mal. Ich weiß da gar nichts drüber, nö. Woher auch? Nee, mein Vater, mal LKW-Fahrer. Es kann sich sein, dass es jetzt geändert wurde, aber es war jedenfalls mal das, dass die zumindest ja bei radioaktiven Stoffen, also bei hochradioaktiven Stoffen, dass die da entsprechend noch ein Fahrzeug mithaben mussten. Mhm. Begleitfahrzeug. Oder schleicht einer hier über die Autobahn? Meine Güte. Wisst ihr nicht, dass das Schweine gefährlich ist? Denkst du, dass es die interessiert? Gute Frage. Und gleich knallt es hinter mir. Und wir fahren in einen großen Tunnel. Fahren in einen großen Tunnel. Und. Er ist gekommen. Wir sind drin. Das war ja einfach. Willst du mich eigentlich immer an Cartoon-Serien erinnern? Ja! Kennst du Tron Together? Ja. Die eine Szene mit dem Zug und dem Tunnel? Nein, aber ich kenne unter anderem auch Bugs Bunny. Und den Roadrunner.
Nein, ich meine. Kommt der Kojote? Doch. Ja, da. Nee, ich meine. Ja, ich doch. Mein, das kenne ich. Das kenne ich ja auch. Es geht ja darum, ja? Naja, sagen wir es mal so, wo dieser Captain Hero und dieser Sender oder wie der, ja, wie der heißt, Fernsehen gucken und der Zug auf einen Tunnelzug ist, der nicht ganz passt, der Tunnel. Dann so leicht der Zug 3-4 Mal Anlauf nimmt und dann in den, durch den Tunnel passt. Und der Tunnel so leicht anfängt mit Bluten. Der Tunnel fängt an, leicht an zu bluten. Aus den Rissen. Ah ja. Okay. Verzeih mir, aber ich kann dir jetzt gerade nicht so folgen. Ja, wie gesagt, das ist eine Szene aus Thrawn Together. Aha. Aber kann es sein, dass sich der Tunnel ein bisschen geweigert hat? Ja, er musste sich erst dehnen. Er war aber nicht braun, oder? Das war die andere Spielung da drauf. Wie bist du denn drauf? Was? Ist ja, ist ja ekelhaft. Wenn du Thrawn Together geguckt hast, das müsstest du es auch gesehen haben. Es gibt von Thrawn Together, mal überlegen, wie viele Folgen gibt es davon? Viele. Das kommt in so ziemlich der ersten oder zweiten Folge vor. Bitte, 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 danke. Danke, liebe Tanke. Was denn? Ja, ich muss mal eben ganz kurz mal den Sprit voll machen. Warst du schon im roten Bereich? Noch nicht ganz. Aber ich lasse es gern, aber ich lasse es nicht gerne drauf ankommen. Ach, da kannst du noch 300 Kilometer fahren, wenn es rot wird. Ja, aber ich habe jetzt nur noch 41 Liter im Tank gehabt. Boah, das reicht doch. Ja, aber nicht für 471 Kilometer. Könnte knapp werden. Außer du hast den sparsamsten Motor der Welt entwickelt. Was krieg ich mit dem Auto? Krieg ich das hin? Aber nicht mit dem LKW. Gucken, was die Trip-Distanz sagt. Ja, jetzt 2500 Kilometer. Damit komme ich jetzt wieder super hin. Ich finde die Musik schön. Die Musik finde ich einfach schön. Okay. Und nein, bis jetzt kam noch keine Reaktion von Citykonomi. Wäre eigentlich schade. Oh Mann. Ja, ich sag mal so, wann hast du es denn gepostet eigentlich? Kurz auf 5. Das ist doch keiner mehr im Büro. Aber das Social Media Team müsste es eigentlich darauf reagieren können. Ja, aber du musst doch sehen, die haben doch auch Arbeitszeiten. Hallo, es ist Facebook? Die haben ja nicht nur ein deutsches Team, die haben ja auch ein amerikanisches Team. Ja, ob die das verstehen, was wir da sagen? Die sehen, aber man kann zumindest die Untertitel einschalten, Da glaubst du, dass wir da ordentlich übersetzt werden? Relativ. Okay. Weil ich meine, du kannst es ja gerne mal ausprobieren. Ruf mal das Video auf. Ja, muss ich dann mal machen. Ne? Und dann Untertitel auf Englisch oder auf Deutsch.
Hm? Mhm. Und dann gucken, was da draus kommt. Gut, mein, gut, größtenteils ist das, was am Untertitel steht, absoluter Bullshit. Ja, also du sagst es ja gerade, widersprichst du dir gerade schön selber. Aber das ist nur ein kleiner Teil, der wirklich Bullshit ist. Der größte Teil, das passt eigentlich. Ja, das Problem, das größte Problem ist ja diese automatische, von dieser automatischen Übersetzung ist die Grammatik. Ja gut, Grammatik, beim Sachsen, ich weiß nicht. Ihr müsst ja erstmal Hochdeutsch lernen. Ey, kommt. Es war ein ganz Land, Deutschland war mal Sachsen. Also, wer hier Moment mal. Ganz Deutschland war mal Sachsen? Ja, Angelsachsen. Beziehungsweise, wie hieß das? Moment. Jetzt bin ich gespannt. Aha. Jetzt bin ich gespannt. Band. Jetzt muss er erst mal selber nachsuchen. Nee, ich guck bloß noch nach Karte von hier, wo die Staatsgebiete waren. Wo die Staatsgebiete waren? Ja. Moment. Mhm. Ah ja. Ein Moment, Moment. Ja. Mach du mal. Ja, ja. Moment. Mach du mal. Bin doch schon dabei. Du hast mich übrigens in der letzten Aufnahme auf eine Idee gebracht. Ach so? Mhm. Also in der letzten ETS-2-Aufnahme. Ja. Hast du mich auf eine Idee gebracht? Du hast mich da, ohne weiteres und ganz lockerflockig als Fahrlehrer bezeichnet. Ne? Mhm. So, ich hab mal ein bisschen in meinen Untiefen meiner Festplatte mal gegraben. Und da habe ich ein Programm rausgesucht. Mhm. So, jetzt, ja? Jetzt kurz mal eine Sache. Sachsen hat sich von so gut über Gesamtdeutschland erstreckt mal. Mhm. Und erfolgreich wieder in den Osten vertrieben. So, zum Beispiel über Westfalia. Unter anderem. Mhm. Ja, und so weiter und so fort. Über die riesengroßen Gebiete hat sich Sachsen mal erstreckt. Okay.